Wieso Wingman? Was ist denn das und was hast du eigentlich mit diesem Kanal vor? Nun beginnen wir erstmal genau da. Ich habe mir überlegt, als analoger Held, der in einer digitalen Welt versucht zu überlegen, gibt es sehr viele, die dieses Leid mit mir teilen. Und als Schutzengel tauge ich nicht ganz so, obwohl das so die Idee im Großen und Ganzen ist. Aber wenn wir es mit Peter Paul Rubenshalten, unserem flämischen Barockmaler, der sich so diese lieblich netten, sympathischen Putten, diese leicht übergewichtigen, untergroßen Flattermänner vorgestellt hat, das bin ich nicht. Nee, nicht wirklich. Ich bin verschroben, ich bin eigen, ich bin bissig, alles. Vielleicht vom Gewicht her eher eine Putte, aber vom Kopf her dann doch der Flügelmann, der euch hilft, in der digitalen Zeit mit analogen Gedanken über die Runden zu kommen. Und dass es sehr wohl möglich ist, mit altem Gedankengut und alten Philosophien in der neuzeitlich geprägten virtuellen Welt zurechtzukommen, kann ich euch an ein paar Beispielen klar machen. Ich hole euch mit und jawohl, wo geht's hin? Nicht in die Zukunft, wir gehen nach hinten. Und wir starten tatsächlich im Jahr 1726. Da hat Newton seinen Beweis angetreten. Er hat den Apfel. Ja, es ist eine Banane. Aber das liegt daran, mir kam die Idee, einen Apfel zu nehmen, erst zu einem Zeitpunkt, als ich den letzten gegessen hatte und in der Küche fand ich nur noch die Banane. Also stellt euch vor, Newton und der Apfel, er ließ ihn fallen, er stellte fest, es fällt runter und le voilà, der Nachweis der Gravitation. Das war in der analogen Zeit und richtig, in dieser analogen Zeit hat es seine Gültigkeit gehabt und oh Wunder, auch in der Zeit von Nullen und Einsen, dem digitalen Umfeld, fällt der Apfel immer noch nicht weit vom Stamm, sondern senkrecht Richtung Erdmittelpunkt. Das heißt, so manche Sachen haben im Laufe all dieser Jahre nicht an Bedeutung, nicht an Relevanz verloren. Und wenn man es dann schafft, die Gedanken der Vergangenheit mit dem Umfeld der Gegenwart und den Visionen der Zukunft zu verbinden, dann seid ihr da, wohin euch die Idee dieses Kanals vom Wingman, vom Flügelmann mitnimmt. Und ganz ehrlich, ja, es wird nicht einfach, weder für euch noch für mich, denn ich habe so meine Eigenarten. Das sei euch gesagt. Kumbaya ist nicht meine Welt. Zu hoffen, dass da irgendjemand kommt und Dinge für mich regelt, die ich selber in die Hand nehmen kann. Toll ist es, wenn man hier Unterstützung bekommt und seinen Teil dazu beitragen kann. Und genauso sehe ich mich als Wingman. Kumbaya, irgendwann, wenn ihr jemanden an eurer Seite braucht, mit Ratschlägen, mit Ideen, mit Anregungen oder mit meiner ganz persönlichen Meinung, dann seid ihr hier auf diesem Kanal goldrichtig. Also, wenn ihr mit diesem Gesicht einverstanden seid, wenn ihr mit diesem Kopf einverstanden seid und euch auch das ein oder andere Mal gefragt habt, wie ihr als Überlebender des zweiten Jahrtausends mit den Spielregeln des dritten zurechtkommt, dann seid ihr hier richtig. Kanal abonnieren, Glocke drücken und immer wieder dabei sein, wenn ich hier versuche, euch nicht die Welt zu erklären. Die kennt ihr schon. Aber euch zu zeigen, wie es mir gelungen ist, hier ganz gut zurechtzukommen.